Hallo, wir sind Ivona und Alex von Campen und Meer. Ivona, wir gehen jetzt zum Sport. Heute laufen wir im Hafen von Seebrücke ein. Von Bord sind wir nicht gegangen. Unseren geplanten AIDA-Fahrradausflug haben wir leider abgesagt. Morgens war es zwar noch sonnig, aber sehr kalt und im Laufe des Tages hat es dann angefangen zu regnen. In diesem Video zeigen wir euch noch ein paar Restaurants. Und außerdem besuchen wir den Klettergarten im Four Elements. Also wenn man morgens ganz früh zum Frühstücken geht, hat man meistens das Glück, noch ein paar Minuten alleine zu sein. Wir bezeichnen das Fuego-Restaurant als Familienrestaurant. Also wenn man kleine Kinder hat, ist das die richtige Adresse. Wir waren zur Öffnungszeit nicht dort. Es war uns einfach zu laut. Hauptsächlich hat es tagsüber geöffnet. Es liegt genau zwischen Beach Club und Four Elements. Am Eingang vom Fuego gibt's den Baby Corner. Dort können Familien mit Babys sich Nahrung holen und dort zubereiten. Dies hier ist das eine von den Spezialitätenrestaurants. Das italienische Casanova. Dort ist es aber schwierig, einen Tisch zu bekommen. Das French Kiss hier, das französische, dort waren wir öfters mittags zum Kaffee trinken, aber abends hatten wir nie Glück, einen Tisch zu ergattern. Und hier das Oceans, das Fischrestaurant, dort waren wir einmal zum Abendessen und das hat uns sehr gut gefallen. Das Thai Machine ist aufpreispflichtig und es gibt eine Dinnershow. Das Churrascaria ist ein Steakhouse und ist auch aufpreispflichtig. Und hier den Teppanyaki Asia Grill ist mit Show Cooking. Und auch hier muss man sich einen Platz reservieren. Und direkt daneben gibt's das Sushi-Haus. Außen auf Deck 8 befindet sich der Barbecue-Grill. Dort bekommt man Hotdogs und Pommes in verschiedenen Variationen. An einem warmen Seetag ist das ein Top-Platz. Thank you.
Im Beach Club findet ihr die AIDA Bar. Abends ist sie gut besucht. Am Heck des Schiffes gibt's Four Elements und dort gibt's sogar die fünfte Elementbar. Hier sind tagsüber sehr viele Familien mit Kindern, deshalb ist die Geräuschkulisse sehr laut, für uns ist das nichts. Außerdem befindet sich hier auch der Klettergarten, den haben wir auch einmal besucht und blenden euch hier mal ein paar Bilder davon ein. Ich fand das ganz interessant, kann man mal machen, wenn man keine Höhenangst hat. Nach Seebrücke hatten wir wieder einen Seetag auf dem Weg nach Kristiansand. Und was wir dort dann gemacht haben, seht ihr dann im nächsten Video. Also, bis dann!